Grüß euch und herzlich willkommen zur Steyr Zeitreise. In dieser Serie wollen wir einen Blick zurückwerfen und euch unsere interessantesten Modelle von damals noch einmal präsentieren. Den Anfang haben wir das letzte Mal mit dem Flaggschiff der 80er Serie, dem Steyr 8180 gemacht. Wer das Video noch nicht gesehen hat, sollte es unbedingt nachschauen. In der heutigen Folge dreht sich bei uns alles um den Steyr 188 aus der Jubiläumsserie. 1960 hat sich einiges verändert in der Landwirtschaft. Steyr hat mit diesem Konzept darauf reagiert. Technisch hat es extrem viele Neuerungen gegeben im Vergleich zum Vorgänger, aber auch im Vergleich zum Wettbewerb. Was genau, das schauen wir uns jetzt an. Das erste Modell der Jubiläumsserie war der Steyr 188 mit 2-Zylinder-Motor und 28 PS. Dieser technische Schritt in die Zukunft wurde auch optisch gezeigt, durch das neue Design der Motorhaube und die orange Lackierung. Wir sind heute in der Region Mühlviertler Alm und neben mir steht ein bekanntes Gesicht der Steyr Familie, unser Produktspezialist Uli Sommer. Servus, Gauner, grüß dich. Uli, wo hast du den Traktor her und warum hast du dich genau für dieses Modell entschieden? Ja, wie es halt heute üblich ist, habe ich den Traktor im Internet gefunden. Der ist vorher gerannt im Weinviertel und ich habe eigentlich noch so einen 188 genau gesucht, weil ich wollte zwar einen Oldtimer, einen alten Traktor, aber für die alten wollte ich einen modernen haben. Also ein Oldtimer mit modernster Technik, für was setzt du den Traktor heute noch ein? Ich setze den Traktor eigentlich hauptsächlich ein in der Heuarbeit. Ich habe mir das originale Mähwerk nachgerüstet, ich habe Wiesenegen dazu, zur Weidepflege, eine Güllefassel, ein Hecklad zum Transportieren. Ja, wenn es zum Holz machen ist, dann hänge ich auch einen Holzspalter an und da merkt man auch wieder, dass der 188er eine Wegzapfwelle gehabt hat, weil da kann man mit wenig Gas den Holzspalter ordentlich betreiben. Also immer noch vielseitig einsetzbar? Ja, auf jeden Fall. Hast du den Traktor so in dem Zustand gekauft oder hast du recht viel restaurieren müssen dran? Also mir war es wichtig, dass der Traktor authentisch bleibt. Das heißt, ich habe die Technik in Stand gesetzt. Ich als Pickel rede. Ich habe einfach die Substanz ein bisschen aufpoliert und wollte einfach diesen Originalzustand erhalten haben. Das ist auch wunderschön gelungen, wie man sieht. Uli, ich weiß ja, du hast in letzter Zeit mit dem Traktor ein Abenteuer erlebt. Möchtest du uns ein wenig was darüber erzählen? Das war Abenteuer unter Gleichgesinnten, kann man sagen. Wir haben uns dann zugesetzt, wir wollen mit unseren Oldtimer-Traktoren die Spitze von Großglockner, die Edelweißspitze, erreichen. Und ich muss ehrlich sagen, wie ich mir gekauft habe, hätte ich das nicht erwartet. Es war dann natürlich mit dem alten Herrn ein super Gefühl, wenn man dann wirklich ganz umsteht und von der Edelweißspitze anschaut. Auch nach 60 Jahren kann man sich einfach nur auf den Steyr-Traktor verlassen. Aber jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, wenn ich schon einen Produktspezialisten da habe. Warum heißt die Baureihe eigentlich Jubiläumsserie? Die Bezeichnung als Jubiläumsserie, die ist eigentlich erst später zustande gekommen. Wie 1960 der Traktor am Markt gekommen ist, der 188er, war das noch nicht üblich. Und das hat sich dann entwickelt. Das ist dann zwei Jahre später, 1962, ist der 2-88er mit 4-Zylinder-Motor am Markt gekommen und 45 PS. Und nur mit zwei Jahren später, 1964, ist dann der 190er am Markt gekommen. 3-Zylinder mit 36 PS. Und dies war dann der Jubiläumstraktor. Das 100-jährige Bestehen der Firma Steyr-Daimler-Buch, 1864 von Werndl in Steyr gegründet und 1964 eben zum 100-jährigen Bestehen. Und dann hat sich das eingebürgert vom 190er, vom Jubiläumstraktor zur Jubiläumsserie. Die Jubiläumsserie ist ja die erste Baureihe, die orange lackiert worden ist. Wie ist zu der Farbe gekommen? Naja, wie der Traktor 1960 am Markt gekommen ist, war ein großer Wandel in der Landwirtschaft gegeben und Steyr hat halt auch den Traktor für die Zukunft entwickelt. Man wollte eigentlich diesen Schritt in die Zukunft auch optisch zeigen und darum ist man auch zur Farbgebung auf Orange übergegangen. Wobei auch da hat es wieder Ausnahmen gegeben, weil zum Beispiel das Spitzenmodell von der Jubiläumsserie, der 288er, der war auch in dem Dunkelrot lackiert, wie vorher zum Beispiel der 280. Ja, Uli, die Farbe war ja nicht nur die einzige Besonderheit bei dem Traktor. Was hat der sonst noch für technische Neuerungen? Der 188er war eigentlich eine Neuentwicklung, weg vom reinen Ackerschlepper als Zugtierersatz hin zur universellen Landmaschine. Und da sind viele Sachen serienmäßig erstmals neu verbaut worden. Zum Beispiel Schnellgetriebe mit 30 km/h, weil die Transporte immer wichtiger geworden sind in der Landwirtschaft.
Wendegetriebe serienmäßig, Wegzapfwelle serienmäßig, dass man auch im steilen Gelände mit schweren Miststreuer, schweren Anhänger sich bewegen kann. Der Frontlader ist erstmals auf Wunsch ab Werk verbaut worden und der Zweizylinder ist auch speziell konzipiert worden für einen Einsatz als Hockfruchttraktor und man hat einen Geräteanbauraum in der Mitte vom Traktor eingebaut. Da sieht man auch die hohe Teile, die hohe Bodenfreiheit und es hat da einen Platz gegeben für ein eigenes Hubwerk in der Mitte. Das hat einfach erlaubt, dass man mit einem Fahrer die Aufgabe machen kann. Und so ist halt mit der Serie alles in Richtung Effizienzsteigerung unternommen worden. Der Traktor war eine technische Revolution. Absolut und hat sehr viele Merkmale auch vorweggenommen, die dann auch später noch fixer Bestandteil waren von der Steyr Plus Serie. Der Steyr 188er, ein echter Meilenstein in der Steyr-Historie. Ja, und ich glaube, jetzt wollen wir mal den Klang vom Zweizylindermotor hören und fahren einmal eine Runde. Auf jeden Fall. Steyr 188 war ein Alleskönner für Arbeiten auf dem Feld, der Straße, dem Hof und sogar in Sonderkulturen. Der Bestseller wurde bis zum Produktionsende 1966 über 23.200 Mal verkauft. Die Jubiläumsserie, ein echter Pionier in der Landtechnik und in der Steyr Modellgeschichte. Beim nächsten Mal wird es bei uns winterlich und extrem leistungsstark. Lasst euch überraschen. Pfiat euch!